The Secret World mit mir, Dennis. Basti ist immer noch verschollen für einen kurzen Moment, aber das ist kein Problem, denn wir haben immer noch eine Mission offen, die von Norma Creed, wo wir herausfinden, wer eigentlich damals die Leute umgebracht hat, im Sommer 2002. Wir haben als Geist, was schon eine ziemlich coole Idee war, diesen Larry Checkern hier praktisch verhört. Naja, nicht so richtig, wir haben auf seinen Hintern geklickt und dann eine Nachricht erhalten. Und zwar die Nachricht, die ich öffnen sollte, und zwar diese hier. The White Ravens Whisper. Golden Girls' Sorrowful Secrets Are Never Told. Aha. Also, wer die Serie noch kennt, die Golden Girls sind scheinbar die Bösen. Wir sollten also alte Omas jetzt umbringen. Ach, guck mal. Ah, das ist doch jetzt hier schon gleich ein weißer Rabe, oder? Also, ab in den Wald. Da ist der nächste. Die sehen jetzt ein bisschen aus wie Möwen, aber ich glaube, es sind Raben. Folgen wir einfach mal ihren Spuren. Das ist der nächste. Ja, flieg, kleiner Rabe, flieg. Gucken, wo uns das hinführt. Wo ist der nächste? Ich mochte das ja schon, als wir diese schwarzen Raben verfolgen mussten. Fand ich das ja schon total super, dass ich immer nicht gefunden habe, wo die sind. Okay, der hat was gesagt. Ich verstehe die nur so schlecht. Das ist irgendwas mit Joy. Secret. Also, die Raben haben, sagen Wörter. Was war das? Ich versuche hier gerade laut zu denken. Girl, okay. Wir müssen wahrscheinlich die richtigen Raben. Kann man die anklicken? Die kann man anklicken. Sorrow, das kennen wir auch aus dem Gedicht. Silver, wo war Gold? Gold brauchen wir noch. Genau, wir brauchen. Gold brauchen wir doch sogar zuerst, oder? War das nicht so? The White Raven's Whisper. Ja, es steht ja hier sogar. Golden Girls Sorrowful Secrets. Das ist der erste. Golden. Girls. Golden Girls Sorrowful Secrets. Sorrow war hier, oder? Na komm, flieg, kleiner Rabe, flieg. Aha. Never to be told. Juhu. Was? Jack the Lad? Jack O'Lantern? Der, das Vorbild für die ganzen Kürbis. Geschnitzten Kürbisse. Die man an Halloween immer sieht. Wow! Okay. Da ist er ja, der Kürbismann. Der war das? Aber wieso tötet er Leute? Und wieso... Wieso wehrt er sich nicht? Aha. Feigling. Ja, lauf doch! Du feige Sau! Niemand nennt mich eine feige Sau. I reminded him that you're expendable, but I admit it's very good to have you back. Weil wir so lange tot waren, oder was? Die Moral der Geschichte, Kingsmouth ist kein guter Ort zum Sterben. Das ist richtig. Und wieder Levelaufstieg, Levelaufstieg, Levelaufstieg. Ja, sehr schön. Warum müssen wir denn jetzt eigentlich hier dieses Shortwave-Radio nochmal finden? Das haben wir doch eigentlich schon abgegeben, oder? Was war das nochmal? Scared Cat? Achso, das war diese blöde Scheißkatze im dritten Gebiet.
Was war das? Ach so, das war das mit Ägypten und so. Ja, da sind wir noch ein bisschen schwach für. Gut, dann nehmen wir mal das Shortwave-Radio noch mit. Man weiß ja nie, wofür man es nochmal braucht. Wir müssen jetzt ja eh wieder da hinten in die anderen Gebiete zurücklaufen. Ich weiß, dass hier noch eine Nebenmission ist, aber die brauche ich jetzt nicht unbedingt machen. Ja, Mensch, da war das der Kürbiskopf, der alte Jack-O-Lantern. Ich wusste gar nicht, dass das eine wirkliche Figur ist, die nicht nur von der Kürbisindustrie erfunden wurde, damit man bei Halloween irgendwas zu tun hat und Kürbisse kauft. Vielleicht ist es das ja trotzdem. Shortwave Radio. Okay, wie finde ich das jetzt? Das ist doch hier ein Berg, da komme ich doch nicht rauf. Oder Ed wäre doch. Gibt es hier einen Weg nach oben? Oder ist es etwa eine Höhle? Ist es eine Höhle? Aber das ist ja der Weg nach Agatha. Da will ich doch überhaupt nicht hin. Ach komm, lasst mich doch alle in Frieden. Nee, das wollen wir doch gar nicht. Wir wollen doch eigentlich zurück dahin. Oder? Toll. Hier oben gibt es jetzt aber keinen Wiederbelebungspunkt. Ihr wollt mich doch alle verarschen. Ja! Wieso denn nicht? Na gut, dann gehe ich nach Agatha. So, ist mir auch egal. Ah, nein, jetzt habe ich mich dahin teleportiert. Ich stehe doch direkt daneben. Ich bin so doof. Gut, dass ich so viel Geld habe. Dann gehe ich da halt über Agatha hin. Ist ja für mich kein Problem. Mache ich halt diesen kleinen Umweg. Dann sehen wir auch nochmal diesen schönen hohlen Erde-Baum-Dingens. Wurzelwerk, Weg, wie auch immer. Also hohle Erde, das ist aber auch so eine bescheuerte Theorie. So ein beschränkter Scheiß, wo man sich immer fragt, wie Leute auf so eine dumme Idee kommen. Naja. Ist jetzt vielleicht auch nur meine Ansicht, weil ich Geologe bin und das einfach so absurd ist und so offensichtlich nicht möglich und falsch. Wieso komme ich jetzt hier nicht weiter? Manchmal backt das hier auch so ein bisschen rum. Wenn man irgendwie nicht genau mittig da reinläuft. Ich werde ja nicht den ganzen Weg hier laufen. Du bist ja bescheuert. So. Nein! Ach komm. Manchmal wollen sie einen aber auch wirklich ärgern, oder? Aber ich weiß noch gar nicht, wo das Portal ist in Blue Mountain. Ja, da möchte ich jetzt unbedingt hin. Zur Uni. Ja, zur Uni muss ich nachher auch noch, aber leider nicht im Spiel. Im Spiel wäre mir das ehrlich gesagt lieber. So. Wo ging es jetzt am schnellsten? Na gut, das ist ja Gott sei Dank nicht ganz so weit. War doch die Richtung, oder? Genau. Dann laufen wir da jetzt nochmal den langen Weg hin. Jetzt wäre es ja mal wirklich interessant zu wissen. Ich weiß, wir haben das schon mal gesucht, aber nicht gefunden. Wo ist denn dieses blöde Agatha-Portal? In dem letzten Gebiet. Weil das wird man ja immer mal wieder brauchen. Das wäre jetzt schon echt gut zu wissen, wenn man das mal finden würde. Wo ist die Straße? Nee, die ist in die andere Richtung. Da oben ist sie. Hier zaubern schon wieder die Leute vor sich hin. Aber mit denen will ich gar nichts zu tun haben. Nein, 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 denn die sind alle böse. So. Die sind jetzt ja auch nicht mehr ganz so schwach wie im ersten Gebiet. So dass ich so gar keine Probleme bekomme. Wahrscheinlich kriege ich ja auch keine wirklichen Probleme mehr. Aber man muss es ja nicht beschwören, wenn es nicht sein muss. Ja, hier hätte ich mich jetzt auch hin teleportieren können, aber die paar Meter kann ich auch gerade noch laufen. Das ist ja auch gut für die Gesundheit. Muss man ja auch immer so ein bisschen drauf achten. Judy.
Dann nur noch die letzten Meter und dann sind wir schon wieder im Blue Ridge Mountain Gebiet, wo wir immer noch keinen Agatha-Zugang haben. Wo ist denn der? Ist der vielleicht erst im Blue Mountain, also im Zentrum? Das wäre ja irgendwie ganz stylisch, dass man das erst findet, wenn man mit der Hauptquest da entsprechend fortgefahren ist. Wollen wir nochmal kurz hier gucken, ob man da irgendwas sieht, aber irgendwie. Hier, ist das hier hinten? Agatha, da hinten ist der Entrance. Okay. Yay. Aber da habe ich noch keinen Wiederbelebungspunkt. Der nächste ist hier. Na gut, aber dann nehme ich den jetzt mal und gehe da jetzt einmal durch, damit ich das aktiviert habe. Ist wahrscheinlich leichter gesagt als getan, weil da musst du ja auch erstmal hinkommen. So, wir müssen jetzt irgendwie hier unten durch. Da war eine ganze Menge Monster und dann die Solomon Road entlang. Juhu, was für ein Spaß. Ach du Scheiße. Ja, das sieht so aus, als wäre das hier genau das richtige Gebiet für mich, um hier alleine lang zu laufen. Ohne Begleitung. Eine einsame kleine Aurora ohne Begleitung möchte bitte im Kinderparadies abgeholt werden. Hier ruckelt es auch schon wieder so doll. Okay, Solomon Road, da links scannt irgendwas. Ist hier wieder so eine Basis oder was von den Militärs. I see. Hier vorbei an den ganzen Zombies, die irgendwie soldatisch aussehen und damit höchstwahrscheinlich viel zu stark sind. 400 Meter ist ja an sich nicht weit, ne? Mal kurz gucken, ob ich weiter auf der Straße bleiben sollte. Ich könnte mal hier nochmal, ups, gucken. Hier steht irgendwie ein Auftraggeber. Hä? Aber wo ist der? Hallo? Direkt am Orochi-Camp. Da müsste ich ja eigentlich relativ beliebt sein. Ich bin ja schließlich einer von denen. Vielleicht irgendwie da im Inneren. Aber er steht ja hier außen. Gut, auch das werde ich ein andermal herausfinden. Jetzt möchte ich gerne diesen Agatha-Zugang endlich haben. Komisch, in dem Gebiet hier, das ist das einzige Gebiet im gesamten Spiel, wo das Spiel ruckelt. Vielleicht muss er hier einfach zu viel darstellen. Vielleicht müsste man hier mal die Fernsicht runterstellen oder so. Aber das ist echt komisch gemacht, ne? Dass das gesamte Spiel total flüssig läuft. Auf dem gleichen Rechner immer sozusagen. Und dann kommt man in ein Gebiet, wo plötzlich es, wenn man in eine bestimmte Richtung guckt, total ruckelt. Wenn ich in die Richtung gucke, ruckelt es nicht. Wenn ich in die Richtung gucke, ruckelt es. Das ist ein bisschen verwirrend. So. Hier sind auch wieder Zombies. Bauarbeiter-Zombies. Was bauen die denn hier? Das ist ja riesengroß, ey. Hier draußen mitten irgendwie in der. Oh shit, oh shit, oh shit. Ja gut, die sind jetzt alleine machbar, aber. Die lassen einem wenigstens lang genug Zeit, um auszuweichen. Finde ich ganz angenehm. Und heilen kann ich mich ja auch noch. Tschüss. Ups. So, wo ist das Ding? Da geradezu. Gut, dass ich hier den Marker von dieser Nebenmission habe mit dem Kurzwellenradio. Da sehe ich nämlich genau, wo ich hin muss. Ich gehe mal hier über die Felsen, dann werde ich von den Bauarbeitern da hinten nicht genervt. Wahrscheinlich muss ich hier eh nach hier unten. Hüpf für die Hüpf. Yes! Geil. Den haben wir gefunden. Dann haben wir hier auch noch eine Nebenmission, die ich jetzt mal annehme, im Gegensatz zu dieser blöden. Ja, die Katze, die suche ich sowieso nicht. Ganz ehrlich. Die Katze hat mich viel zu sehr aufgeregt letztes Mal.
Fühlst du sie auf den Sack gegangen? Wo ist jetzt dieser blöde Eingang? Ist der gar nicht hier unten? Ist der doch oben? Oh. Oder hier seitlich. Ach, guck hier. Ach, wie schön das dann immer aussieht. Guck mal hier mit Bäumen und so. Ach, toll. Toll, toll, toll. Ja, da möchte ich unbedingt hin. Denn dann darf ich nämlich auch dort wieder zurück. Juhu, endlich. Endlich stehen mir alle Wege offen. Zu den drei Gebieten, die wir bisher überhaupt ja nur sozusagen sinnvoll bearbeitet haben. Wir waren ja auch einmal kurz schon in Ägypten und in Südamerika, aber das war ja mehr so versehen. In London waren wir auch schon. Aber London ist ja kein klassisches Kampfgebiet. Sondern ein Stadtgebiet. Achso, ups, falsche Richtung. Ich will natürlich nach draußen. Juti, dann nächstes Mal wahrscheinlich wieder mit Basti. Und dann geht's einfach mit der Blue Ridge Mine weiter. Endlich, darauf freue ich mich schon. Denn darüber wird ja schon irgendwie gefühlt seit 50 Folgen geredet. Und ich möchte sie endlich mal sehen. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit. Lasst mir ein Like da bitte, wenn ihr Zeit und Lust habt. Und bis dann.